Star Wars Battlefront 2 Video. Und zwar habe ich ein paar ernste Themen anzusprechen, was das Spiel anbegeht. Erstens der Leak mit dem Darth Maul Crimson Dawn Skin. Ja, das wird leider doch nichts. Ja, obwohl ich das eigentlich aus zuverlässigen Quellen habe, so wie Battlefront Updates und Battlefront Nights. Tja, zu denen konnte man sich eigentlich hundertprozentig immer drauf verlassen, wenn Leak bekannt wurde. Dann zum Thema HVS unspielbar durch Maps wie Kessel, Kashyyyk. Je nachdem unspielbar, wenn die Gegner, sagen wir mal jetzt, Darth Maul haben oder so wie Luke Skywalker, sprich den Machtschub von Luke Skywalker, kannst du einen damit bei Kessel und bei Kashyyyk von den Abgründen runterschießen. Das finde ich ist meiner Meinung nach eine unfaire Spielweise. Geht gar nicht. Ja, was haben wir denn dann noch? Ja, oder zum Beispiel Boba Fett ist auch noch so eine Möglichkeit, ja. Man ist dauerhaft in der Luft am Schweben, man kriegt die Gegner nicht, also man spielt nicht offensiv mit dem, sondern defensiv ist dann nur am Abhauen und fuckt dann demnach so die Gegner ab. Das ist das, was ich hasse. Das ist mir die Woche 3, 4 bis 5 Mal passiert, ja, und dann, wenn der Boba Fett natürlich dann auch noch auf Low Level ist, kriegt er dich dann auch so auf, wenn du deine Kämpfer beispielsweise alle auf Episch hast, hast du dann echt keine Chance an ihn ranzukommen. Also das ist echt eine miese Nummer, finde ich, und das geht gar nicht. Und ja, dann kommen wir halt nochmal jetzt zum galaktischen Angriff über. Jeder zweite nur am Campen mit dem Offizier, Geschütz-Spawn. Was ich auch nicht gut finde, ich meine, ich spiele jetzt hier zwar auch gerade den Offizier, aber ich spiele mit ihm offensiv und nicht defensiv, dass ich dann halt mein Geschütz platziere, ich hinter Geschütz verkämme, dann die Granaten rausschieße. Und dann so jeden Gegner weghole, das ist halt ziemlich kacke, finde ich. Das geht gar nicht. Und noch ein Punkt. Es gibt viele, die den Offizier halt so spielen, dass sie sich halt die Punkte ergattern, die durch erweitertes Kommando und Haste nicht gesehen. Dann das Geschütz platzieren, kaum Kills dann auf dem Konto haben. Und das ist scheiße. Ich meine, wenn es bei mir so ist, dass ich mit dem Offizier dann kaum Kills auf dem Konto habe, dann nur, weil ich auch mehr offensiv spiele, so gesehen, meistens kriege ich dann auch ein paar Kills. Das ist von Runde zu Runde, ist das bei mir unterschiedlich. Und wenn ich halt diesen Punkteboost mache, dann halt nur, um mein Team zu pushen, die weniger Energie haben als ich. Ja, und das soweit zu den Themen. Ne? Ich finde es halt richtig übelst kacke, wenn man den Offizier dann so spielt. So, das haben wir geplättet. Komm. Ah, verdammt. Ich dachte, Vader schützt mich noch. Und ja, zu Palpatine, ich finde, der ist ein bisschen überpowered. Ich spiele den zwar gerne, aber dann halt auch nicht so oft. Und ja, wenn ich ihn dann oft spiele, dann ist das halt nur demnach, dass ich ihn ein bisschen aufleveln möchte. Ich hatte ihn halt noch auf Low Level. Und auch wenn er dann bei mir so überpowered ist, ist es dann nicht so, dass ich dann so 100, 200 Kills oder sowas mit dem mache. Weil unfair möchte man ja nicht sein.
Hier haben wir schon wieder überall diese Geschütze hier rumplatziert und ja, das ist halt ziemlich kacke. Hier, genau hier, hier haben wir das beste Beispiel. Guckt euch das an. So eine abgefuckte Spielweise. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Das ist dann auch so eine Spielweise, die einen dann das ganze Spiel vermisst. Zum Beispiel, du freust dich frühst drauf oder so nach der Arbeit hast Bock, ein bisschen Battlefront 2 zu zocken. Zockst eine Runde galaktischer Angriff und dann hast dann diese Offizierscamper, die dich dann mit diesen scheiß verfickten Geschützen wegholen, wo du dann denkst, ach leck mich, Alter, ich mach das Spiel jetzt aus, ich hab da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und so geht es mir meistens und dann auch bei Helden vs. Schurken, deswegen spiele ich jetzt Helden vs. Schurken auch nicht mehr so gerne, weil es halt meiner nach durch die Maps und die Spielweisen mit den Characters, die ich angesagt habe, richtig unfair finde. Weil erstens, du kommst zu wenig Kills, kriegst nichts, dann hast du noch ein Low-Team an deiner Seite, das auch nichts geschissen kriegt. Und ja, ne, das macht dann halt einen richtig fertig. Oder dann den ganzen Tag dann halt schlecht gelaunt bist und denkst, ah, dieser Pisser, was soll denn der Scheiß und so. Und du bist dann halt richtig am Austicken, oh, wo dann noch mal Controller drunter leiden, ne? Bei mir in der Zahl insgesamt schon 3 Stück. Aber naja, spielen wir jetzt hier mal so ein bisschen weiter. Und ja, mich würde es eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Oder wie ihr beziehungsweise mit der ganzen Situation umgeht. Wir müssen mithelfen, damit es weitergeht. Wir sollen diesen Außenposten und die Hardware-Rennerin erobern, bevor sie sich auf der Linken stellen und gegen uns verwenden. Wir haben wenig Feuerkraft. Der Feind hat eine ganze Menge. Also klauen wir einfach einen seiner Kampfgruppen. Und ja, warum ich noch den Offizier spiele, ist halt auch noch, ja, ich spiele ihn halt auch ganz gerne und wenn du dann zum Beispiel im Gegnerteam hast, du dann nur Squad, wo du demnach dann halt nur Offiziere drin hast, und dann mit bestimmten Karten, ihr wisst, ihr kennt sie ja, dass ihr dann halt keine Chance habt, dann demnach mal einen Helden rauszupicken, wenn ihr euch dann die Punkte hart verdient habt, ist dann halt unmöglich, weil dann alle Helden im Spiel sind, Maximalanzahl ist dann erreicht oder steht dann Maximalanzahl im Spiel. Maximalanzahl dann halt im Spiel und dann ja, ist es dann halt unmöglich, dass ihr dann in der Runde dann halt keinen Helden kriegt, ne? Weil die dann dauerhaft weggepickt sind. Und da kommen wir auch gleich noch zu dem Punkt, warum ich das scheiße finde, dass der doppelte Multiplikator weg ist. Weil so haben dann ernsthafte Spieler, die sich dann wirklich Mühe gegeben haben in dem Spiel, sich die Punkte für den Helden zu ergaunern, dann keine Chance mehr haben, in der Runde einen Helden zu spielen. Und das ist meiner Meinung nach richtig fuck frustrierend. Das kotzt mich meistens auch immer an. Wo ich mir dann denke, oh Gott, EA Dice, bitte bringt diesen doppelten Multiplikator wieder zurück. Weil diese ganzen Low-Typen, die das Spiel nicht können, nur am Campen sind mit dem Offizier, ercampen sich dann so die Helden und dann, ja, richtig abgefuckt, hast du keine Chance und dann hast du auch keine Lust mehr drauf, weiter zu zocken. Bei mir ging das dann meist schon so weit zum Rage Quit. Dadurch, ja, wie ich mir dann gesagt habe, ja, so, jetzt spiele ich ein oder zwei Wochen, spiele ich das Spiel nicht mehr. Weil es halt, ja, wie gesagt, für mich dann so gesehen eigentlich unspielbar ist. Obwohl das... Oh, was ist mit meinem Aim los? Obwohl das eins meiner Lieblingsspiele ist, wirklich. Ich habe den ersten Teil schon übelst hart gesucht, ne? Aber den zweiten Teil finde ich persönlich noch geiler, wenn die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, wieder ändern würden. Wir haben ein tolles System von
dann würde das Spiel auch gleich meiner Meinung nach ein bisschen mehr Fun machen. Ich finde es jetzt auch geil, dass die dran arbeiten, dass nach und nach neue Klon-Skins kommen. Also, dass mehr auf die Community gehört wird und ja, vielleicht wird das Video ja gesehen und es wird ja was dran geändert. Ich bin ja nicht der einzige YouTuber, der das anspricht. Da gibt es ja auch noch viele weitere andere. Wäre schon echt nice. Komm. Ah, verdammt, Alter. Siehst du noch so einen Punkt? Alter, entweder wirst du von links und rechts geholt oder von vorne und hinten und du hast echt überhaupt keine Chance. Der wurde gerade hart am Arbeiten, war es fürs Kill, ja. Ist am Futsch, ne? Weil die Penner dich von allen Seiten holen. Entweder bist du umkreist oder komplett umstellt. Das ist echt kacke, sowas. Finde ich scheiße. Macht mir auch keinen Spaß. Finde, sowas muss auch nicht sein. Und wenn man hier schon so ein Online-Spiel spielt, dann sollte man eine faire Spielweise haben und nicht so abgefuckt sein. Boah, da wollte ich gerade einen Ewok erschießen. Komm, ich box dich! Ja, Mann! Nice! Wenigstens haben wir den noch mitgenommen. Na, wir sparen uns die Punkte noch. Hier ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Jetzt gerade da, wo der ATST rumlungert, das muss echt nicht sein. Da ist der Held schneller futsch, als man gucken kann. Bei dem AT-AT und dem AT und so weiter. Ja, Mann, wir haben ihn noch. Sehr nice. Das gefällt mir. Und wie gesagt, so Kessel und Kashyyyk, das sind dann halt so eine Leute, die dann Luke spielen und Darth Maul und da nur die Machtschübe benutzen, um die Leute den Abhang runter zu kippen, weil sie es anders nicht geschissen kriegen. Ja, den haben wir auch. Sehr nice, wir gehen mal hier in Deckung, pushen uns mal selber gerade ein bisschen. Sinnvoller ist das. So, wir gucken mal, was hier los ist. Komm, kriegen wir den auch noch? Ja, Mann, mit Unterstützung. So, komm, das nehmen wir gleich wieder mit. Ich habe letztens, das war, ne, also gestern war das sogar, 3-4 Runden galaktischer Angriff gespielt und in jeder Runde gefühlt 6-7 oder 8-10 Camper, wo ich mir dann doch dachte, leck mich am Arsch, und dann haben die auch noch den Offizier, ja. Vercampen sich hinter ihrem scheiß Geschütz und dann war es das auch schon, ne. Da kannst du nichts machen, entweder holt dich das Geschütz oder er holt dich dann mit der Granate. Irgendwann ist man dann richtig lustlos und denkt sich dann, ach scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Manchmal gibt es dann auch so Phasen, da denkt man sich, ach scheiß drauf, Alter, ich spiele jetzt erstmal eine Woche nicht mehr. Weil es ja sowieso immer nur dasselbe rumgekämpfe. Oder unfaire Spielweisen, ja, ist dann übelst kacke. Ja, es war gerade mein Fehler. Ja. Ich weiß nicht, was die Leute sich davon versprechen vom Campen, ey. Da hat man doch keinen Spaß, wenn du da nur in einer Ecke hockst und wartest, bis ein Gegner vorbeiläuft und du den dann wegholst.
So habe ich vielleicht zu meiner Anfangszeit von Call of Duty mal gespielt. Ja, gebe ich ehrlich zu. Weil ich einen Meter gegangen bin, zack, puff, war ich weg, ne? Aber wenn man das Spiel eine Weile spielt, sich damit auseinandersetzt, dann wird man auch besser. Dann braucht man dieses scheiß Rumgekämpfe nicht mehr. Und wenn man mal stirbt, dann ist das halt so. Da kommt man halt nicht drum rum. Nur das muss nicht sein, dass man, egal welches Spiel das ist, rumcampt und den anderen Leuten, die sich so auf das Spiel gefreut haben, den Spielspaß nehmen. Das ist richtig abgefuckt. Das muss nicht sein. Schade, ich dachte, den boxen wir noch. Na, wo will der denn hin? Komm her! Komm! Ja, Mann! Umgeklatscht den Affen. Sehr nice. So spielt man mit dem Offizier, Alter. Oder dann hast du bei HVS zum Beispiel noch so Kandidaten, die auch richtig low sind, die du aber nichts kriegst, weil sie ständig abhauen. Dann laufen sie über die ganze Map oder du hast halt so AFK-Fuzzis, die beispielsweise bei der Map Bespin, so wie mit Luke Skywalker oder Boba Fett, oben auf dem Dach lauern, sodass du da nicht rankommst, ne? Ah, shit, den haben wir nicht bekommen. Naja, das waren dann auch soweit erstmal die Themen, die ich ansprechen wollte. Weil bevor ich das Video hier aufgenommen habe, war ich auch noch mal ein, zwei Runden am Zocken und ich habe wieder dieselbe Scheiße erlebt und da habe ich mir gedacht, nee, das geht nicht, das schreibst du dir jetzt alles auf, Alter, und sprichst es in einem Video an, ne? Und meistens sind das dann auch noch, ganz ehrlich gesagt, so eine kleine Hosenscheißer, weißt du, die noch nicht mal 16 sind und die das Spiel schon spielen. Wo ich mich dann frage, ja, hallo, liebe Eltern, was ist mit der Erziehung, ne? Was ist mit dem Jugendschutzgesetz? Sowas muss doch nicht sein, dass ein Kind, das vielleicht gerade mal 10 oder 11 ist, ein Spiel spielt, das ab 16 ist. Das ist Bullshit, sowas. Komm, kriegen wir einen Helden? Nö. Doch. Wir nehmen mal Luke. Haben wir jetzt mal Glück gehabt, dass wir einen Helden picken konnten. Das freut mich jetzt. Jetzt mal gucken, wie wir das angehen. Wie wir mit Luke spielen. Nein! Fuck! Ich muss hier weg. Weil meine L2-Taste geht schon wieder nicht. Damit ich die Schüsse blocken kann, das ist scheiße. Schnell weg hier. So, dich haben wir. Tschüss. Ja, ey. Immer dieses fucking Dauerfeuer, Alter. Siehst du? Da habe ich noch so ein Thema. Das ist nämlich auch richtiger Bullshit, Alter. Wenn du dann so ein Gegnerteam bei HVS hast, wenn dann wirklich auch alle vier fucking Gegner auf einen gehen. Das ist echt abgefuckt, anstatt dass sich da mal irgend so ein Pisser mal traut, One-on-One, nö, kannst du vergessen. Alle die Hose voll.
lieber zu viert schön einen fertig machen. Nur damit sie selber nicht drauf gehen. Also das ist auch total beschissene Spielweise, ja. Das geht überhaupt nicht. Scheiße. Siehst du genauso wie da? Oder die nehmen halt den schweren Truppler, Alter, verkämpfen sich da vor dem Eingang und ja, ballern mit dem Blaster da drauf, ne? Dieses Gecampe, Alter, andauernd, Mann. Ich hab da schon keine Lust mehr drauf. Ja, ich, wie gesagt, ich will euch das Spiel auch gar nicht vermiesen, ne? Aber das sind halt so Punkte, die müssen halt angesprochen werden, weil sonst ändert sich nichts. Und ich meine, das muss ja nicht sein, oder? Oder habt ihr da Lust, ständig von dem Camper weggeholt zu werden? Oder dass ihr kein HVS mehr spielen könnt? Hier seht ihr das? Dauerfeuer, Dauerfeuer. Weil die Muschis nichts geschissen kriegen, Alter, nichts. Nehme jetzt einen anderen Weg. Schnauze voll. Oder sowas, Alter. Fickt euch ins Knie, ihr gottverdammten Bastarde, Alter. So. Verfluchte Haarsöhne, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Schnauze voll hier von der Kacke. Da, was ist das? Was soll denn der Scheiß? Aber bevor ich das vergesse, ich möchte euch noch danken für euren Support, dass ihr meine Videos immer guckt und ab und zu mal ein Däumchen nach oben gibt. Aber es wäre schön, wenn ihr weiter das Video bewertet oder Kommentare dazu schreibt, was sich verbessern könnte oder was man noch besser machen könnte oder was euch besonders gut gefällt. Weil so ein Daumen ist auch kostenlos, das sind ein paar Sekunden. Und ist echt minimaler Zeitaufwand. So, wir gehen einen anderen Weg. Ich will hier nicht die ganze Zeit rumstehen. So, so schnell kriege ich Maul auch nicht klein. Wir können schon wieder fast den dritten Helden spielen. Nur ja, ist optimal. 14 Kills. Kann man nicht meckern. Da auch schon einen gehabt, der hat vielleicht höchstens 2 Kills gehabt. Und ja, vielleicht 20.000, 25.000 Punkte mit Officer, ne? Und dann auf Platz 2. Kacke sowas. Ich gehe andersrum. Wir sind in der Basis. Ja, ja, steh da weiter rum, Alter. Blöde Pisser. Verbündeter tritt ein. Sieht aus, als hätten wir einen Freund.
Oh Mann. Und zu den Maps, so wie Kessel und Kashyyyk, und da gibt es dann halt noch auch noch einige andere Maps, die übelst verwinkelt sind, so dass du fast an jeder Ecke hängen bleibst. Und dann halt so, ja, demnach dann drauf gehst, ne? Das ist auch scheiße, ist das. Sowas muss man auch nicht haben. Aber naja, gut, da hat jeder dann eine andere Ansicht oder beziehungsweise eine andere Meinung. Ich finde die Maps ja auch nicht ganz schlecht, ne? Also, soweit erstmal dazu. Komm, nehmen wir hier nochmal den Luke. Fuck, was mache ich denn da? Paddy baut mal wieder Scheiße, ne? So. Nächster. So schnell weg hier. Jetzt gehen wir drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Und kleiner Tipp, wenn ihr einen Helden spielt, immer in Bewegung bleiben. Nicht stehen bleiben, sonst holt euch einer. Also das hat überhaupt keinen Sinn dann. Wenn ihr in Bewegung bleibt, euch die Gegner da rauspickt. Shit. Ha! Da bin ich nicht hochgekommen. Jawohl, das haben wir gewonnen. Bin zwar nur Zehnter, aber ja, die Platzierung der Tabelle ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache ich habe meinen Spielspaß. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Zu den Themen, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.